Hallo ihr Lieben, sicher gab's und gibt's noch in der Zukunft noch genügend Beiträge zu dem Fall in Roßlau. Ich möchte eigentlich in dem Sinn nicht auf den Zug aufspringen. Allerdings will ich dann jetzt doch im Hauptfilm hier nochmal ein paar Gedanken eines Vaters von zwar jetzt mittlerweile erwachsenen Weibern machen dürfen, weil irgendwie, schockiert.